Ich will Dreck fressen. If I throw up, do I need to cook the meal again until it stays in? Toxisch maskulin. Wird nichts vergeudet. Und auch von Farbe her super? So, so heiß. If it fits my macro bullshit und Kalorien zählen und so ein Kram. Ist denn scheiß einfach, was soll das denn? Essen ist fertig. Yay. Ich hab Schlaffi gemacht. Das sehe ich. Hallo, willkommen zum Video. Was machen wir gleich? Wir gehen einkaufen. Mhm. Wohl das Ekelhafteste, was ich jemals eingekauft habe. Don't dann, tell. Und dann müssen wir das auch noch zubereiten und ich muss auch noch essen. Ich habe Neil gefragt, wenn ich kotzen muss, ob ich es dann nochmal essen muss. Und dann hat er nur geschrieben, lol. Also es ist weitaus schlimmer als Insekten zu essen, weißen Fische 12 Wochen oder anderen kranken Scheiß. Also das, was der mir da aufgeschrieben hat, ich verstehe, also es gibt Mythen, dass das super gesund sein soll, aber ich habe, um ehrlich zu sein, da nicht so Bock drauf. Pass auf, nachher schmeckt's voll geil. Ich glaube, nein. Ich habe das mal als Kind gegessen und das war nicht eklig. Ey, meine Oma hat das auch mal gegessen, aber ich glaube irgendwie nicht, dass, also keine Ahnung. Ich will noch gar nicht drüber nachdenken. Auf jeden Fall, wir haben heute ordentlich den Ben Burger gekrüppelt. Bisschen schlafig gemacht jetzt. Und jetzt gehen wir einkaufen und dann bereiten wir das zu. Und dann, ich hoffe, das Video wird nicht gesperrt, falls ich abbrechen muss. Wird auf jeden Fall lustig für euch. So, was gibt's jetzt zu essen, Frau Sommerfeld? 150 Gramm gekochtes Chicken, 100 Gramm Gemüse und 200 Gramm gekochten Reis. 200 Gramm gekochter Reis, das wird später am Ende der Diät mein High Carb Day. Aber das ja. Chicken ist lecker. Ja. Leute, Alexa, wie viele Wochen bis zum 11. Oktober? Freitag, der 11. Oktober 2024 ist in 19 Wochen. 19 Wochen noch bis zur Olympia. Los geht's. Hähnchen mit Reis und Gemüse. Was sagt ihr eigentlich zu dem coolen Shirt? Schon cool. Ich würde auch gern so eins haben. Post-Workout. Schoki. Wenn ihr auch so ein T-Shirt haben wollt, dann sagt mir Bescheid. Dann gucke ich, dass wir so eins machen. Ich muss mir nur Gedanken machen um meinen Online-Shop langsam. Der ist noch nicht ganz so fit. Aber das kriegen wir hin. Sehe ich noch verschlafen aus? Bisschen. Okay. Wir gucken uns jetzt erstmal Videos an, wie wir das zubereiten, was wir zubereiten wollen. Ich glaube... Habe ich schon. Hast du schon? Ja. Und? Ich weiß es wie. Ist arg eklig? Nein. Das sagst du nur, um mich zu ärgern. Wo ist mein verdammtes Handy? Ah, hier. Ich gucke mir jetzt Videos an, ob Menschen das überlebt haben, wenn sie gegessen haben. Jo! Wissen Sie mit mir, Frau, was das Kartoffels? Yes. Bisschen Soja für die Pubertätstitten. Esst kein Soja, Leute, das schiebt euren Östrogen hoch. Ganz wichtig. Herzlich willkommen in Marbella übrigens. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, sind wir nicht mehr in Dubai, nicht mehr in Mexiko. Wir sind jetzt in Marbella in Spanien. Das liegt in der Nähe von Malaga. Ziemlich interessante Ecke. Da seht ihr das Meer, wenn ihr darüber guckt. Da sind Berge. Also es ist eine ziemlich bergige Gegend. Cardio morgens macht nicht so viel Spaß. Aber es ist ziemlich angenehm hier. Es ist mehr europäisches Mexiko. Als Mexiko. Also es ist ein bisschen geordneter und ein bisschen gesitteter. Es herrschen tatsächlich ein paar Regeln und ein Menschenleben ist hier auch ein bisschen mehr wert. Macht aber wirklich gut hier. Also mir gefällt es. Wir sind jetzt erst 2-3 Wochen hier.
Mal schauen, wie das in 2-3 Monaten aussieht, aber bis jetzt. Gym ist cool, die Leute sind cool, Supermärkte sind cool, Lebensmittel sind ein bisschen günstiger als in Deutschland. Also bisher spricht da nichts dagegen. Aber jetzt gehen wir auf die Suche nach dem mysteriösen Lebensmittel. Ich habe keinen Bock, Mann. Ich will es nicht essen. Zu welcher? Yes. Sparfuchs. 3,99. Weißt du, was ich noch haben will? Was denn? So ein 1-Liter-Glas mit einem Röhrchen drin. Kann ich besser. Ich mag da mehr drauf zu trinken. Ich hätte das Flaschen. Wegen dem Röhrchen? Mhm. Normale Menschen sagen auch Strohhalm dazu, Schatz. Nee, es heißt Röhrchen. Röhrchen. Und Cornflakes heißt Müsli. Dass wir das mal klargestellt haben. Schüttel nicht. Brauchen wir einen Ölsprayer? Nein. Ich habe doch einen wundervollen Sponsor, der uns mit Ölspray versorgt. Wohl wahr. Darf ich das sagen? Ja. Ich habe was gefunden. Oh oh. Wie cool ist das? Wow. Wird das dein neuer Bademantelersatz? Nee, das wird für unseren Sohn, der Salazar heißt. Und der kriegt auch ein Dragon Ball Trikot. Ja, hinten ist doch Vegeta. Ja. Und vorne ist Son Goku. Boah. Ha. Nicht schlecht. Wie wird Son Goku noch genannt? Wenn du das weißt, bist du Chef, Alter. Kakarott. Shit. Shit. Das sind Handtücher. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich wahrhaft ein Handtuch im Gym benutzen werde. Okay. Ehrlich? Wir kaufen das und wer, du benutzt das nicht. Boah, das ist ja Killer, Mann. Vielleicht gibt es noch coolere. Aber Goku und Vegeta schon. Nee, das ist schon geil. Ist das hier? Das gleiche. Ja, das ist der Hoodie. Geil. Ja. Meins. Geil, Mann. Hat schon gelohnt. Hola, Senor. Muy buena. Busco Higado de Pollo. Higado de Pollo? Mhm. Okay, er sucht's. Por aquí, caballero. No, okay. No. Hay molleja. Ve aquí, Higado de Pollo. No. Es aquí, ese hueco. Ok, ok. No queda. Gracias, amigo. Lo siento. Gracias. Okay. Das die leckerste Kacke von den ganzen verschiedenen Variationen von Kacke gab es nicht. Aber vielleicht gibt es das auch noch von einem anderen Tier. Viel größer. Gucken wir mal. Ey Mann, ich habe wenigstens gehofft, dass wir das weniger Schlimme vom Schlimmen kriegen. Du isst es auch, Mann. Warum? Weil du mal lachst. Du verdienst es. Okay. Übrigens, wer nicht weiß, was es ist, ich habe es extra auf Spanisch gesagt, muss es jetzt googeln oder ihr geduldet euch noch eine Minute. Bin mir sicher, wir finden das. Oh nein, die haben es da. Oh nein. Okay. Okay? Perfecto. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias. Ich krieg schon Gänsehaut. Oh, ist das eklig. Rinderleber. Die ist ein bisschen zäher als die vom Chicken. Boah, Alter. Ich weiß nicht, warum ich mich so ekle, aber ich finde das richtig schlimm. Wir müssen die Blutgefäße vielleicht entfernen und die obere Haut wegmachen. Ich will Dreck fressen. Ess verdammte Rinderleber, dann reden wir nochmal. Ich bin mir sicher, es gibt so 2-3 Leute, die schreiben hier drunter, ja, also ich esse voll gern Leber. Ey, meine Oma hat das auch gesagt, aber ich schwöre, ich finde es richtig eklig. Kommen wir aber zu was Gutem. Ich habe gerade gesehen, in der Fleischtheke gibt es richtig gute, geile Steaks. Veganer kurz weghören für einen ziemlich geilen Preis. Ich glaube, wenn ich richtig gesehen habe, 13 Euro das Kilo. Gucken wir mal an hier. Das sieht richtig gut aus. So ein Steak kann man sich da mal gönnen, oder? Hm?
Aber die Steaks müssen schon frisch machen. Die können wir nicht preppen. Also kann man schon, aber ist eklig. Schwierig. Ich habe keinen Bock, jeden Tag frisch zu kochen. Oder wir nehmen sie mit, frieren sie ein und machen sie in einem Sonntag oder so. Wenn wir eh Check-in-Tag haben und zu Hause sind. Ach so, okay, ich dachte, ich esse jeden Tag Rind. Wir werden sowieso ein bisschen abwechseln müssen oder zumindest ganz leanes Fleisch kaufen, weil das Hamburger Fleisch, was wir gerade essen, das hat 13 Gramm Fett. Was du isst. Ja. Ich esse Chicken. Und sie lässt mich allein im schlechten Licht stehen. Hat uns jetzt das Rind, der uns Filet genommen, für 14 Euro das Kilo. Hat uns jetzt zweimal durchgelassen, richtig cool. Hat uns sehr gut beraten. Und es war jetzt das dritte Stück Fleisch, was wir uns vorgestellt haben. Dafür, das ist es. Preis-Leistung, super, was? Von Fettheit, von Gefettheit her, super. Und von Marmorierung her, super. Und auch von Farbe her, super. Und von Geschmack hat er gesagt, auch super, weil das ist ein Baby-Kuh, was? Nein, jugendliches Kuh. Jugendliches Kuh? Mhm. Gracias, amigo. Gracias. What's your name? Gracias, buen día. Angel. Angel, nice to meet you. Mike. Mike. Angel, see you next time. Gracias. Encantado, adiós. Pechuga Pollo. Das Kilo 7 Euro. Muy bien. So, ganze Brust? Brust. Ganze Brust. 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 Das ganze Ding hier kostet 5,30 Euro, Mann. 6,94 Euro. Dafür brauchen wir so ungefähr 10 Stück, um dich eine Woche zu ernähren. Wohl wahr. Wohl wahr. Ich kann die Veganer jetzt schon sehen, wie sie unter meinem Video ausrasten. Bist du unzufrieden mit meiner Pilzauswahl? Ich muss, weil ich so ein Geizhals bin, erstmal genau checken, was wie viel kostet und was Sinn macht. 250 Gramm, wo hast du die her? 1,15 Euro. Hier. Okay, und die geschnittenen 250 Gramm, 1,55. Okay. 6,20 das Kilo, 4,60 das Kilo. Die kleinen sind günstiger als die große Packung. Du bist ein Fox. Du bist ein Sparfox. Ich habe die perfekte Wahl getroffen. Könntest du fast ein Schwabe sein. Bin ich aber nicht. Nein. Okay. Pilze akzeptiert. Das gute alte Kaisergemüse. Das hat viel mehr Kalorien, Schatz. Das kostet 77 Cent einfach. Da sind Kartoffeln drin. Da sind keine Kartoffeln drin. Doch, das Weiße da drauf sind Kartoffeln. Ah, Patata. Zanahoria. Und Bohnen. Ich will aber keinen Rosenkohl. Dann esse ich deinen Rosenkohl. Da sind überall Kartoffeln drin. Guck mich mal an. Ich sehe die Enttäuschung in deinen Augen. Schatz, wir brauchen noch normale Milch. Für was? Für deine Leber. Die müssen die darin einlegen, damit die nicht so bitter schmeckt. Die Milch soll angeblich die Bitterstoffe darin so ein bisschen binden. Also es ist offiziell, dass es eklig ist. Also es ist, es ist offiziell, dass man das einlegen muss, weil es so ein Scheiß ist. Was? Ja, es steht in Rezepten drin. Ich weiß nicht, ob du es riskieren willst oder ob wir vielleicht einfach Milch mitnehmen und die da drin einlegen. Wenn wir keine Milch mitnehmen, habe ich immer noch einen Grund, das ein zweites Mal zu probieren mit Milch. Wenn es mir mit Milch nicht schmeckt, dann ist jede Hoffnung verloren. Aber vielleicht ist es halt auch so ekelhaft, wenn du es ohne Milch machst, dass du es nie wieder essen willst. Ich würde es mit Milch machen. Okay. Muss das irgendeine besondere Milch sein? Nein, einfach Milch. Einfach Milch. Also Kuhmilch, keine... Weil es Kuhleber ist. Ja. Die ist für dich, Schatz. Zero Koffein. Sonst kannst du heute Nacht nicht schlafen. Sonst kann die Prinzessin nicht schlafen. Ich bin wirklich koffeinempfindlich. Neil hat noch auf die Einkaufsliste geschrieben, dass ich Avocado brauche. Okay, let's go. Vamos, Avocado.
Also die Einkaufsliste ist schon ordentlich. Fleisch, volles Programm, Rindfleisch, Hähnchen, verdammte Leber. Einkaufswagen ist voll. Ihr müsst raten, wie teuer der Einkauf war. Ich hab's hier stehen. Auf dem Zettel. Soll mich doch auflösen? Nein. Nein? Nein. Bisschen das Engagement pushen. YouTube-Profi. Ganz ehrlich, weißt du was? Auf diese scheiß Gleichberechtigung für Geschlechter. Jetzt werd hier mal nicht, wie heißt das, toxisch maskulin. Sollen wir jetzt mal ohne Witz, soll man eine Frau die Sachen hochschleppen lassen, nur wegen Gleichberechtigung oder was? Auf gar keinen Fall. Also, ich komme jetzt in den Modus, um die Leber zu essen. Von dem Mimimi-Modus in den ich fress Dreck, wenn es sein muss, Modus. Kriegermodus. Jetzt mal ohne Scheiß. Guck mal, in dieser ganzen Diskussion Coach und Kunden und Mike, aber weißer Fisch schmeckt mir nicht und Eikler habe ich auch nicht so gern und Gemüse ist nicht so mein Ding. Ist okay, weißt du, was ich meine? Das sind so Lifestyle-Leute, aber Wettkampfathleten, die sollen halt gefälligst ihren Scheiß fressen. Da geht es nicht darum, ob es denen schmeckt oder nicht. Seit wann war das jemals ein Thema? Wie diesen ganzen neumodischen Makro-Bullshit und Kalorienzählen und so ein Kram. Ich sehe es schon. Nächste Woche gibt's Leber für alle Wettkampfathleten im Team. Nee, das tue ich dir nicht an. Wenn es nicht sein muss, ich meine, irgendeinen Vorteil muss es ja haben. Neil hat, glaube ich, noch mal was geschickt. Im Krieg haben die das immer gegessen. Im Krieg? Ja, besonders die ärmeren Leute. Warum? Das ist doch so ein gutes Essen. Das war damals aber günstiger als das Fleisch. Hm. It's no different than you cooking, I know, chicken or lamb or whatever. So I don't want you eating which is something which you're not going to like. But you can eat brain, you can eat heart, you could eat kidney, you could eat liver. I love liver, you know, whether it's chicken liver, whether it is lamb liver, whether it's cow's liver. One thing about cooking it, you don't want to be overcooking it. You don't want to overcook liver. So what probably best thing to do is ask Shani just to Google which is the best way to cook liver. Gut, dass du die Milch Ding rausgefunden hast. So have you been sick? Is that yeah, have you been sick? Let me know if you've been sick, mate. Weil du gefragt hast, ob du es nochmal essen musst. Ich frage, if I throw up, do I need to cook the meal again until it stays in? Und er sagt, Mike, bist du krank? Bist du krank? Ist irgendwas passiert? Hast du Magen-Darm oder so? It's super fucking high in density. Also, eating liver is really good for liver health as well. So, liver in general tends to be incredibly high, like incredibly high in dense essential minerals and vitamins, mate, as well as being obviously very, very high in protein. Okay, ihr habt's gehört, also Leber ist gut für die Leber. High in protein, high in minerals, also die Food, die, wie sagt man, Nutrition Density, was heißt das, die Fülle an Nährstoffen in einer Leber ist sehr hoch und sehr gut. Und genau deswegen werden wir den Scheiß essen. Ich werde das essen wie ein verdammter Krieger, wenn es sein muss. Wenn nicht, musst du mich K.O. schlagen und mich durch die Nase ernähren. Was? Ja, du guckst durch eklig. Durch die Nase? Ja, ja. Intubieren. Warum durch die Nase? Warum das nicht durch den Mund? Weil du quasi meine Speiseröhre musst und das ist leichter durch die Nase, als wenn du intubieren musst. Das heißt, ich muss die Leber zubereiten, ich muss die Leber pürieren und muss dir die Leber mit einem Röhrchen durch die Nase schieben. Genau, und dann musst du mich liebkosen und ehren. Ist denn Scheiß einfach? Was soll das denn? So eine Prinzessin. Ey, du musst keine Leber essen. Oder Gehirn oder Niere, Alter. Was ist los mit ihm? Gehirn hast du schon gegessen. Was? Aus Versehen in Mexiko. Das war ein Augapfel. Oh, ich dachte, das war ein Gehirn. Also ich weiß jetzt nicht, was es war. Also es war nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Aber das war ein Taco, das kannst du nicht vergleichen. Die verdammten Mexikaner. Das ist einfach legendär, das Ding, Mann. Da schlafe ich heute noch drauf. Um es zu ehren, wie sich's gehört.
Frozen Avocado, Pollo, Rindfleisch, das hat, die ganze Packung hat 5,95 Euro gekostet. Super gut. Oh mein Gott, ich mach's jetzt auf. Will ich's riechen? Ich riech noch gar nichts. Das sieht so widerlich aus. Aber ich glaube, es sind wenigstens schon Stückchen. Ja. Boah. Also, wir nehmen jetzt hier die gute... Ist das normale Milch? Ja, ne? Ja. Wir nehmen jetzt hier die gute Milch, um die Leber darin einzulegen, damit die nicht so bitter schmeckt. Du bist ein echter Profi. Neil hat gesagt, ich soll es googeln. Ich habe es gegoogelt. Neil wird stolz auf dich sein. Danke. Das ist aber voll soft. Hier wird nichts vergeudet von den guten Innereien. Das ist so weich. Das ist die Haut, die wir nachher abmachen müssen. So. Ich war ein bisschen großzügig mit der Milch. Lieber zu viel wie zu wenig, oder? 10 Euro, wenn du sie trinkst. Auf gar keinen Fall. Dafür kriegst du mich nicht mit einem 10er. Nein, auch nicht mit einem 50er. Yummy. Ich wasche mir aber das Blut von den Fingern. Here we go. Wir tun's jetzt. Ich muss die Pfanne ganz heiß auf 9 machen. Ist heiß. Ganz heiß. Ganz heiß, Schatz. Ganz heiß. Stufe 9 heiß. Ja. So heiß ist die. So heiß. So heiß. Welches Salz hast du benutzt? The one and only. Himalaya-Salz. Himalaya. Stell dir vor, ich hätte ein anderes benutzt und nie würde das sehen. Oh, oh. Mike mit den Scherenhänden. Ab sofort könnt ihr mich Liver King nennen. Kennst du den Typ? Nein. Ehrlich nicht? Nein. Liver King ist legendär. Was ist das? Der Typ ist einfach roh, eine Leber, so ein Kilo oder so. Oh. Jeden Tag. Ja, seit Jahren. Ist er gesund? Der sieht brutal aus. Der hat die ganze Zeit gesagt, er ist nett. Die war so brutal auf Stoff. Dann kam es raus. Liegt bestimmt einfach an der Leber. Ich schwör's dir, der Typ ist richtig brutal. Ich zeig dir den mal. Hier, Schatz, guck, das ist der... Liver King, 2,4 Millionen Follower. Gucken wir mal, ob es da irgendwie eine kranke... Hier ist da irgendwas, Achtung. Das ist eine verdammte Zunge, die ist. Okay, es gibt Zunge mit... Boah, und... Boah, Alter. Und noch Knochenmark dazu natürlich. Okay, das reicht mir, danke. Zunge mit Eiern und blanchierten. Nee, mit Sauce Hollandaise und noch ein bisschen Knochenmark. Und du beschwerst dich über die Leber. Die muss übrigens jetzt da rein. Ich glaube, das heißt genug. Ja, das ist mucho heiß. Vorsichtig, das ist super soft. Hast du den Backofen vorgeheizt, Schatz? 180 Grad. Backofen ist vorgeheizt. Okay. 180 Grad. Perfekt. Willst du auch ein Stück? Ich muss ja, oder? Ja. 85er Ruhepuls. Ich bin aufgeregt. Nervös. Das sehen wir an deinen Augen. Angst. Zucken die schon? Nervosität. Das Ungewisse. Jetzt kommt es hier in die Auflaufform. Und wird liebevoll mit Alufolie abgedeckt.
fühle die Liebe. Und dann für 10 Minuten in den Backofen. Was? Der Geruch. Lebergeruch. Hey Coach, just to prove that I'm not shitting on my diet, this is fucking liver, 200 grams. Das war züchtig. Okay, here we go. Rede mit mir, sag doch was. Ist weich. Schmeckt nach Leberwurst. Also hat so einen ganz eigenen Geschmack. Sehr schlimm. Ich hab Gänsehaut. Oh. Du das? Nein. Nein? Nein, wir haben Durchzug. Ja. Was und was ich ganz fest denken muss, meine Oma hat früher, da war ich vielleicht 6 oder 7 Jahre alt, da gab es Leberwurstbrot. Mhm. Beim Feschbahn um 6.6 Uhr gab es mir ein Feschbahnbrot. Dann gab es Leberwurst, Krewewurst und Krewewurst war Blutwurst. Ich habe die geliebt, Mann. Ich habe die voll gern gegessen. Und seitdem ich weiß, dass es eigentlich aus Blut gemacht ist, weißt du noch, wo wir in diesem Hotel waren? Ja. Da habe ich ein Stück probiert. Nein, hast du nicht mehr, nachdem ich dir gesagt habe, dass es Blutwurst ist. Ich habe ein Stück gegessen. Doch, ja. Ich habe ein Stück gegessen, aber ich habe es nicht mehr so genießen können wie damals. Ganz ehrlich, manchmal sollte man einfach nicht wissen, was man isst, solange es schmeckt. Meine Oma hat auch immer Kaninchenhirn gegessen. Also ich würde tatsächlich weißen, trockenen Fisch dem vorziehen. Ist aber nicht so, dass, also noch muss ich zumindest nicht brechen, aber es wird jetzt nicht mein Lieblingsessen. Neil will, dass ich das 2 Mal pro Woche esse. Wir werden Wege finden, um es geiler zu machen. Ja, bestimmt. Also Leute, guten Appetit. Unterstützt mich und esst mit mir Leber. Und wer nicht Leber essen will, der kann natürlich auch gerne bei Peak einkaufen. Das geht auch. ja genau, übrigens, die geilsten, neuesten Angebote, die Angebote der Woche findet ihr übrigens unten in der Beschreibung. Da gibt es immer 20% auf die jeweiligen Aktionen. Letzte Woche waren Proteine dran, diese Woche ist No Jokes. Ich weiß nicht genau, wann das Video online kommt. Kann sein, dass No Joke noch im Angebot ist. Wenn nicht, checkt unten in der Beschreibung. Da findet ihr die neueste Aktion. Da könnt ihr ein bisschen shoppen, mich ein bisschen supporten. Dann würde ich sagen, war's das. Das Geheimnis ist gelüftet. Ab sofort gibt's Leber und Innereien.